Hey Fans, hier ist der Gera Quick Tipp. Heute die besten Konter gegen das Schutzpatron-Pokémon Kapu Kime. Los geht's! Nach Kapu Riki, Kapu Fala und Kapu Toro komplettiert sich nun das Quartett der Schutzpatron-Pokémon Alolas mit Kapu Kime. Das Pokémon wird ab 10. Mai 10 Uhr Ortszeit für 2 Wochen die 5-Sterne-Raids in Pokémon Go stellen und damit die Alola-Jahreszeit abschließen. Kapu Kime ist ein Wasserfee-Pokémon, genau wie Azumarill und Primarina, und wird voraussichtlich eine schöne Nische in der Go-Kampfliga besetzen. Dazu aber gleich mehr. Das Pokémon hat mit seiner Typenkombi nur 3 Schwächen gegen Pflanze, Elektro- und Giftattacken. Sehen wir uns also an, aus welchen Pokémon wir ein starkes Team gegen Kapu Kime zusammenstellen können. Für das Mega-Pokémon der Wahl eignen sich in diesem Fall gleich 4 Kandidaten. Mega Gengar und Mega Bibor als Giftangreifer, Mega Voltenso als Elektrokonter und Mega Bisaflor, das den Typ Pflanze abdeckt. Gengar kommt dabei klar auf Platz 1, es kommt aber auf eure Teamzusammenstellung an und welche Pokémon eure Midraider in den Kampf schicken. Mit den neuen Mega-Boni könnte man sogar überlegen, stattdessen ein Mega-Pokémon zu entwickeln, das Kapu Kime nicht kontert, sondern eines, das sich einen seiner Typen mit Kapu Kime teilt, wie Mega Altaria oder Mega Turtok. Damit würde man auf dem 2. Level schon mehr XL-Bonbons generieren. Zumindest, wenn man mehrere Kapu-Raids macht. Grundsätzlich würde ich aber eher auf einen Mega-Konter setzen. Unter den Kryptos ist Kryptoraikou der beste Konter gegen den Schutzpatron. Mit seinen Elektroattacken sollte es am Anfang des Teams für großen Schaden sorgen. Außerdem sind Krypto-Elevoltek, Krypto-Magnezone und Krypto-Zapdos starke Konter vom Typ Elektro. Tangulos und Chelterer sind dann die besten Krypto-Pokémon vom Typ Pflanze und haben dazu noch den Vorteil, dass sie gegen Kapu Kimes Wasserattacken resistent sind. Und schließlich noch die regulären Pokémon-Konter gegen Kapu Kime. Mit Ladestrahl und Stromstoß ist Zekrom das beste legendäre Pokémon für diese Raids. Das mysteriöse Sarude ist ein Top-Pflanzen-Pokémon, das hier endlich mal seine Power zeigen kann. Voltolos in der Tiergeistform ist auch unter den Top-Kontern und Roserade ist besonders, weil es gleich mit beiden seiner Typen, also Pflanze und Gift, gegen Kapu Kime effektiv ist. Somit kann es mit Gifthieb und Strauchler die perfekte Gegenoffensive starten. Schließlich sind noch Kapu Toro und Luxtra als besonders gute Konter zu erwähnen. Alle eure Pokémon, die ihr in den Kampf schickt, sollten sich auf mindestens Level 33 bis 35 befinden, um in der Zeit auf dem Kampffeld den größtmöglichen Schaden zu verursachen. Mit Mitstreitern mit perfekten Kontern kann man Kapu Kime bereits ab 3 Trainern besiegen. Haben wir bewölktes Wetter oder es regnet im Spiel, ist Kapu Kime wettergeboostet und kann dann auf Level 25 angetroffen werden. Wie bei den letzten 3 Schutzpatronen-Pokémon ist auch Kapu Kime zum ersten Mal in Raids und daher noch nicht als Shiny verfügbar. Wenn es dann aber soweit ist, wird es eins der schönsten Shinies überhaupt. Kapu Kime hat als Auswahl für Sofortattacken Aquaknarre und Kraftreserve erhalten, die er bekanntlich fast jeden Typ annehmen kann. Trotzdem ist Aquaknarre durch Step besser und die Auswahl an Ladeattacken kann sich auch sehen lassen. Wir haben Surfer und Eisstrahl als solide und relativ schnelle Optionen und Mondgewalt und Hydropumpe als starke Nukes, die allerdings viel Energie erfordern. Wie schon bei Azumarill und Primarina ist Kapu Kimes Typenkombi Wasserfee ausgezeichnet. Es hat Vorteile gegen Boden, Gestein, Feuer, Kampf, Unlicht und Drachen-Pokémon und dazu noch sehr defensive Werte, was es voraussichtlich eine gute Wahl für die Go-Kampfliga macht. Mit Aquaknarre hat es zwar nicht die beste Sofortattacke, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Besonders in der Hyperliga wird man es demnächst sicher häufiger sehen. Schon Azumarill in der Superliga ist ein Powerhouse und Kapu Kime könnte diesen Platz in der Hyperliga einnehmen. Es ist also keine schlechte Idee, ein Exemplar auf 2500 WP aufzuleveln und es in der nächsten Saison einmal auszuprobieren. Übrigens, in der letzten Maiwoche tauchen alle 4 Kapu gleichzeitig noch einmal in den 5er Raids auf. Falls euch also noch eines fehlen sollte, ist hier die nächste Chance. Und das war's schon zu Kapu Kime. Viel Spaß beim Raiden und Vervollständigen des Pokédex. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von Gera frag mich. Adios, Otragosso.